man kann ihn jetzt so am Rand von Mississippi hier so festmachen und pennen. Ein Stückchen weiter da hinten, da sind welche so in der Seite irgendwo in irgendwelche Seitenarme gefahren. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Er hat geraucht und sie war dann aufs Klo. Ach so, war da eine öffentliche Toilette? Tja, das ist schon cool hier, oder? Hol den Grill raus, wir können grillen. Okay, wir haben auch so eine Flasche Selta. Ah, du musst mal die Kajüte aufmachen, da ist das Ach alles. so, okay, gut. In der Pantry. So, Leute, ich habe hier meine ersten Fische entdeckt. Wir gehen nochmal wieder auf Tauchstation. Achtung. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, was das für Fische sind. Ich glaube, das war's ja jetzt mit der Sonne. Ich glaube, die kommt nicht raus. Wo denn? Das war Also so die ganz. Wolken ziehen die nicht alle so? Ja, leider ja. Also direkt vor die Sonne. Aber das ist hier im Paradies auch ohne Sonne schön, oder? Und man kann sich auch bräunen, wenn es bewölkt ist. Es geht nicht so schnell, aber es geht auch. Also ganz ruhig dort in Es der ist auch Kajüte liegen bleiben. nicht so kalt, ne? Das geht. Ich finde das voll gut, wenn man das. Ich finde das voll cool, wenn man da unten liegt. Das ist doch richtig entspannt, ne? Also man hört eigentlich nichts durch die Wände so, aber Vögel und alles Mögliche kann man halt noch hören. Wasser gibt es ja auch noch. Ich warte ja darauf, dass das hier noch anfängt zu gießen, ne? Bin mir nicht sicher, ob das Regen wird oder ob das so über uns rüberzieht. Wie weit wollen wir denn eigentlich? Bis zur Pferdestelle, oder? Und dann zurück? Jo. Obwohl, wir können auch noch weiter, bis der Baum uns den Weg Ach so, versperrt. ja. Meinst du Lichter noch? Bestimmt, ja. Aber der Fahrradhuller lag ja noch. Von beiden Seiten, links und rechts. Ich glaube, ich habe da hinten neben Fisch gesehen. Wer weiß. Ein Hai. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen tiefer. Aber geil, wenn man mit der Kamera nach unten filmt, dann sieht man nur den Himmel und nichts anderes. Also, das ist nicht der Himmel hier, ne? Wenn ich das so filme, dann wird es hier. Jetzt mal ein bisschen anlanden hier. Da vorne ist ein grünes Stück Gras, ein grünes Fleckchen Erde. Grönland, wir haben Grönland erreicht. Jetzt müssen wir da mal kurz raus auf den Strand. Und bam. So. Wie die alten Wikinger. Machst du mich fest, dass ich ihn nicht wegtreibe? Yeah. Richtig hier raufziehen, ne? Ja, cool. Kannst du überhaupt noch wegfallen, ne? Nee, nicht so nicht. festmachen. Ist egal, was los. Du kannst ja zur Not auch wieder zurückrudern. Mhm. Ist das so eine Kacke?
pilotieren nee, Hunde. Ich würde sagen, nicht Hund, sondern eher vielleicht Gänse oder so. So. Ist das schön hier, ne? Da oben übrigens, da sind wir schon mal gewesen. Wenn wir spazieren gehen, dann sind wir immer da. Ja, und hier gibt es jetzt jede Menge. Alter, was sind das für Viecher, die hier so hinmachen überall? Gänse oder was? Das ist alles voller Kacke hier. Ja. Das sieht lustig aus, wie du da drinnen sitzt. Der Opa kann sich ein bisschen was essen. Ja, ich baue kurz den Grill auf. Okay. Könnte man hier echt gut machen, ne? Also. Das sind gar keine Löwenzähne hier, das ist irgendwas anderes. Eigentlich hatte ich gedacht, wir haben hier eine gute Löwenzahnwiese gefunden. Ist es aber gar nicht. Das ist irgendwas anderes hier. Kreuzkraut? Giftig? Wer weiß. Alles voll. Schnucki, das ist die Wiese hier, ne? Das ist dieses Kreuzkrautzeugs, glaube ich. Okay. Das war's. Ich bin hier wieder weg. Wir werden diese Insel wieder verlassen. Boah, die Ruder, die bohren sich gerade da rein. Hallo. So. Und? Was für Aktivitäten hier, um die Kamera wieder einzusammeln. Ich komme hier nicht weg. Du musst wieder weiter hierher kommen. Oh, wir sind auf Land, wir sind aufgelaufen. Mhm. So, jetzt müssen wir zurückgehen. Okay. Aran hat sich was anderes überlegt jetzt. Wir sind jetzt in so einem schmalen. Ah, oh, Schnucki! Ja. Hilfe! Nein! Ja, das ist hier Klein Venedig. Ja. Venedig in Heilige Scheiße. Da wollte ich eigentlich hin. Der kriegt das hier mal überhaupt nicht hin, ne? Nee. Aber dieser Seitenarm hier von Mississippi, der ist nicht breit genug, um hier zu rudern. Wir stecken also, so leicht fest hier, ehrlich gesagt. Muss ich versuchen hier irgendwie... So, jetzt fahren wir auf der anderen Seite. Okay, aber nee, das ist cool. Ich kann das hier jetzt einmal anschauen nehmen. Was wird das? Action! Was wird das? Wir müssen erstmal hier durch diese schmale Ecke. Die ist komplett, die ist immer schmal, Bären. Ja. Da ist alles voller Brombeeren, ja. Krass. Hier kommen wir nochmal her im Sommer. Fahren wir mal hin, dann wird Brombeeren. Ja, genau. Guck, kannst du hier vom Boot aus abpflücken? Ja, das sind Brombeeren, nicht Himbeeren. Brombeeren. Cool. Ja. Geben. Aber da geht's eh nicht weiter, weil da Steine sind. Ja, bis dahin fahren wir. Bam! Auf die Steine gelaufen jetzt. Okay. Ich dachte, man bräuchte hier jetzt so eine Paddel. Ja. Also so ein paar. So eine Stechpaddel. Oder wie nennt man die? Ja. Oder? Adrian gibt nicht auf. Will ich nicht. Das ist noch nie seine Schwäche gewesen. Ne? Was? Sagt man das? Stärke? Nie deine Schwäche. Nee, warte mal. Stärke? Oder das was? Ist immer aufgeben? Deine Stärke. Nee, dass du nie aufgibst. Nie. Ah, wir kommen da hin. So. Da wollen wir hin. Zu den Stromschnellen von Gibraltar. Mhm. Warte mal, Gibraltar, Stromschnellen. Weiter geht's! So, wir sind irgendwie schon wieder leicht schief hier. Das ist hier so breit, dass wir drehen können. Vielleicht können wir da noch rudern. Ja, das ist hier gerade so. Okay, das muss andersrum gemacht werden. Das war auch. Hier sind Brennnesseln, die keine anpinkeln, die können wir mitnehmen. Ja, nimm mit. Nee, danke. Jetzt habe ich es raus hier. Ah. Ich hab das gemacht. Okay. Dann mal los. Wow. Na, hier waren wir tatsächlich noch nie, ne? Nee. Hier auch links und rechts? Nee, guck ich schon. Nee, sehe ich bis jetzt nicht. Nur Brennnesseln, Brombeeren.
hier, da vorne sind wir gleich am Ende der Welt angekommen. Es wird auch schon hier immer flacher. Ja. Und steiniger wahrscheinlich, oder? Wir haben nicht so eine groß, nicht so einen tollen Schiefgang, aber irgendwie sind wir gerade auf Grund gelaufen. Das war's. Okay. Weiter kommen wir nicht. Na gut. Wir müssen wieder zurück. Okay. Oder wie die Indianer, Quatsch, oder wie die Wikinger über Land. Ich steig nicht aus. Übrigens, die Sonne ist irgendwie leicht weg. Also. Ja, okay. Ich muss dir mal selber zeigen. Wir versuchen hier gerade. Adrian versucht gerade eben. Ich sag, da ist irgendwas unter uns. Und er sagt, nein, da ist nichts. Hier ist Platz für uns. Guck doch mal. Und was willst du hier am Rand? Nichts ist hier. Nein, das ist nur Holz. Matsch, Holz, Bretter. Weißt du was? Hier kann man so sich einfach so zurückziehen und essen. Ja. Ja. Hol das Essen raus. Ja. Okay. So spannend ist das. Hier ist noch Brombeeren hinter dir da. What? Ja. Zu höheren Pflanzen. Kann mal jemand hier den Fluss aufräumen, bitte? Ja. Ich komme hier gar nicht durch. Nee. Willst du noch ein Stück, ja? Und das muss man so irgendwie weiter ranziehen. Wieso ist hier so ein Anlegestück? Ich weiß auch nicht. Dahinter ist nur Matsch. Ja. Die Sonne kommt! Schnucki, wir müssen wieder zurück. Das ist richtig zum Anlegen hier, ne? Ja. Wer legt denn hier an, mitten in der Walachei? Dann du? Ja, haben die das für mich gemacht oder was? Also, hier gibt es weit und breit nichts. Ich hätte jetzt gedacht, hier könnte man irgendwo eine Pommes kaufen. Nein, Spaß, also. Okay. Fahren wir weiter? Ja. Wo ist die Sonne, von der du eben geredet hast? Die war gerade hinter. Da. Also, immerhin, es regnet nicht. Da kommt sie wirklich durch. Halt mal die Cam wieder. So, Leute. Hier beginnt der Urwald. Und mein Schnucki beginnt hier was aufzunehmen. Wir sind immer noch hier unterwegs. Guck mal. Dort noch vorne. Wir schwitzen dann. Juhu! Also, wir sind immer noch unterwegs. Es ist jetzt halb fünf gleich. Und, aber wir sind, glaube ich, gleich noch ein bisschen noch wenden werden. Oder schon viel, weil da ist auch ein Baum. Also, ja, bis zum Baum fahren wir. Ja, genau. Da ist ein Baum umgestürzt. Also, nicht dieser Baum hier vorne, sondern da hinten. So, Leute, hier sind wir jetzt richtig in den Mangroven. Und das ist in der Baum. Da vorne ist Ende, ne? Mhm. Und die Cam hat noch 5% hier. Okay. Gleiches Schluss. Dann ist das Video zu Ende. Okay. Bis wir wieder zu Hause sind, zumindest. Also, ja, das war ja mal ein schöner Tag hier. Mhm. Durch die Mangrovensümpfe Australiens. Wo sind die Mangroven? In Australien? Dreh dich doch mal um, sonst denken die nachher, du magst mich nicht. Das kann man in jedem Video sehen. Ja. Weil du guckst mich auch